So, alles klar, dann darf ich euch fast überpünktlich sehr herzlich willkommen heißen im Namen des SK Rapid hier am Tag vor unserem Viertelfinalspiel im ÖFB Cup gegen die Sportvereinigung Ried. Ganz kurz organisatorisches: Öffnung des Stadions und damit auch des Medienbereiches wie gewohnt 90 Minuten vor Ankick, sprich in dem Fall 19 Uhr pünktlich. Wir haben rund 7500 Tickets abgesetzt, was eigentlich ein toller Wert ist aufgrund der momentan doch etwas frischeren Temperaturen und der Ankickzeit. Hoffen, dass da natürlich auch möglichst viele kommen. Darunter sind natürlich auch die ein oder anderen Sponsor- bzw. Freikarten. Falls sich doch noch wer entschließt, Karten zu kaufen, wir haben ganz normal Vorverkauf und wie angekündigt, geht 1 Euro pro Verkauf der Karte an unser gemeinsames Projekt mit der Volkshilfe an die Kinderzukunft, die Rapid-Familie hilft. Und eine zweite Sache, die wir euch auch gerade ausgeschickt haben und die aufgrund in dem Fall wirklich der Wetterlage auch immer aktuell ist und wo wir uns freuen würden hinzuweisen, geht immer weiter. Wir haben die letzten Wochen fast gemeinsam mit Caritas Vienna und unserem Partner Uber gesammelt für die Gruft. Und da hat es dieser Tage eine Übergabe gegeben von jenen Objekten sozusagen, jenen Sachspenden, wo wir beteiligt waren, beziehungsweise unsere Spieler Stefan Schwab, Steffen Hoffmann und Louis Schaub. Die haben noch persönlich jetzt bei der Gruft vorbeigebracht, alleine über 500 Decken, über 300 Hosen und viele andere wärmende Gegenstände. Und wie wir wissen von der Caritas, es kann nicht genug sein, es wird sehr viel gebraucht. Und wenn ihr da mithilft, ins Bewusstsein zu schaffen, dass man da spenden kann und das auch wirklich Sinn macht, würden wir uns wirklich sehr freuen. Letzte Geschichte noch, die äußeren Umstände betrifft und noch nicht das Sportliche, ist, dass wir morgen ein kleines Zuckerl unter Anführungszeichen für jeden Stadionbesucher haben. Also sprich jeder, der mit einer aktivierten Rapid-Marie, sprich unserer Stadionbezahlkarte, kommt, hat auf der automatisch aufgebucht sozusagen eine Gutschrift für ein Heißgetränk. Das ist entweder ein Tee oder für Erwachsene auch ein Tee mit Rum oder ein Glühwein. Und damit lässt sich ein bisschen besser dann wahrscheinlich das Match verfolgen. Aber die Temperaturen mögen wir dann nur am Rande erwähnen. Ich darf dann begrüßen bei mir am Podium, neben unserem Geschäftsführer, den Freddy Bickel, natürlich wie gewohnt den Goran Türicin, unseren Cheftrainer. Und ganz besonders freut es mich auch wieder mal da nach langer Zeit Maxi Hoffmann, der bekanntlich die letzten drei Spiele als Kapitän unsere Mannschaft auf das Feld geführt hat. Und wir hoffen natürlich, dass die Tendenz weitergeht. Es war eine Niederlage, unentschieden, Sieg. Und jetzt hoffentlich bleiben wir dann bei den Siegen. Freddy, darf ich vielleicht zu Beginn bitten, uns ein paar Sätze zu sagen. Der Sieg am Samstag, glaube ich, ist jedem bewusst, war sehr wichtig, aber wahrscheinlich nur ein Beginn. Deine Einschätzung der aktuellen Lage und vielleicht auch ein paar Temperaturen als Österreicher und du als Schweizer. Wir sind ja gewohnt, dass es ein bisschen kälter ist. Ist das irgendein Thema auch aus deiner Sicht? Medial ist es ja momentan sehr interessant, dass wir Minusgrade haben. Ja, besten Dank und guten Tag auch von da oben noch. Temperatur möchten wir nicht zum Thema machen, sage ich klar. Wir wollen uns auf das Spiel fokussieren. Es ist ja auch so, dass es keine explizite Regelung in Österreich gibt. Nicht wie zum Beispiel in Deutschland, wo die Spiele dann abgesagt werden. Muss aber hier vielleicht schon anfügen, dass ich es auch nicht als sehr sinnvoll erachte, bei diesen Temperaturen zu spielen. Und dass es vielleicht wirklich prüfenswert wäre, einen solchen Passus auch in die Reglemente in Österreich aufzunehmen. Gibt es aber in der Schweiz auch nicht. Sogar die UEFA hat nur eine Empfehlung. Es ist aber in Deutschland klar geregelt. Zum Spiel vom vergangenen Wochenende, ja, war ganz bestimmt erfreulich. Denke aber auch nicht, dass wir in eine Euphorie verfallen sollten. Machen wir auch nicht. Ich habe schon mal gesagt, ich hatte auch das Gefühl, dass gegen Sturm Graz vieles nicht so schlecht war, wie ich es dann auch gelesen habe. Trotzdem auch die klaren Worte die letzte Woche, dass die Mannschaft auch irgendwo in der Pflicht ist, dass wenn es mal nicht so läuft, dass sie das auch auf dem Platz regeln und die Leader das Ganze auch an die Hand nehmen. Ich glaube, die Reaktion hat man auch gesehen, die uns sicher auch gefreut hat. Das Schlimmste wäre jetzt, wieder irgendwo zurückzufallen. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir diese Leistung vom letzten Wochenende
morgen bestätigen müssen und auch wollen, weil das Ziel ist eh auch klar, haben wir zu Beginn der Saison ausgegeben, wir wollen wieder in den Final, vielleicht mit einem etwas anderen Ausgang als im letzten Jahr. Aber daher erwarte ich auch, dass wir, die Mannschaft, so auftritt, so an die Aufgabe herangeht, wie sie es auch das letzte oder das vorletzte Wochenende getan hat. Sehr gut, vielen Dank, Freddy. Gogo, darf dich bitten, möglicherweise ein kleines Update, was die Personalsituation betrifft, aber auch, wie bereitet man sich vor? Relativ kurze Zeit, englische Woche, leider in der Saison bei uns ein bisschen zu selten. Zufrieden mit den Bedingungen? Wir haben ja die Pressekonferenz nur als Ergänzung auch nicht zum Spaß verschoben, sondern weil auch das Training verschoben wurde vom hier in Hütteldorf ins Trainingszentrum Happelstadion. Ja, hallo an alle. Ja, wir sind froh, dass wir im Happelstadion eine Rasenheizung haben und eigentlich einen recht guten Platz haben für diese Verhältnisse, dass wir uns gut vorbereiten können auf das Spiel gegen Ried. Haben uns im Staff natürlich jetzt zwei Tage sehr intensiv beschäftigt mit Videoanalysen etc. Und das werden wir heute den Jungs präsentieren. Wir werden uns professionell vorbereiten, wie immer. Wir sind sicher Favorit zu Hause, das ist klar. Das nehmen wir auch gerne so an. Und jetzt heißt es, das selbst so dran mitnehmen und diese Sicherheit, die ich im Lastspiel gesehen habe von der Mannschaft, nicht nur wegen einem Ergebnis, es war sehr große Stabilität da von hinten bis vorne. Ein sehr guter Zug in der Mannschaft und ein Fokus. Und das heißt, jetzt da anzusetzen und einen Schritt näher zu kommen unserem Ziel, und zwar ins Finale zu kommen. Vielleicht ein paar Wörter zum Gegner. Die SV Ried ist abgestiegen. Als Cheftrainer sozusagen hast du als Rapid-Cheftrainer noch kein Duell. Als Co-Trainer natürlich erlebt, unterschiedlich erfreulich, kann man so sagen darf. Wie kann man das einschätzen? Du hast gesagt, die Favoritenrolle nehmen wir gerne an, aber wo gibt es auch Gefahr aus dem Viertel? Ja, es ist eine kleine Kopie des LASK. Also sie haben sehr schnelle Spieler, sie haben aggressive Spieler. Sie spielen es auch so ähnlich. Glaube aber jetzt nicht, dass sie uns so weit vorne attackieren werden. Da heißt es Ruhe bewahren, Geduld zu haben und ja, ihr Pressing so gut und so schnell wie möglich auszuspielen. Wenn sie hinten stehen werden, haben wir das ja auch schon öfters erlebt, wie gesagt, noch einmal, da heißt es Ruhe bewahren, Geduld zu haben und wir werden sicher zu unseren Chancen kommen. Wichtig ist die Einstellung und dass jeder einfach diesen Siegeswillen am Platz bringt, um unbedingt weiterzukommen. Sage mir danke. Darf den Max bitten, noch bevor wir direkt zum Spiel kommen. Ich habe schon erwähnt in der Einleitung, du warst jetzt die letzten drei Spiele der Mann mit der Schleife, der Kapitän. Bist, kann man so sagen, der Kind von Rapid, über die Amateure auch zu den Profis gekommen. Was hat sich dadurch für dich verändert oder überschätzen wir Nicht-Fußballer das alles und ist das eigentlich eh völlig, völlig normal? Ja, hallo auch von meiner Seite. Normal ist für mich nicht. Ich habe letztes Jahr auch schon zwei, dreimal Kapitän sein dürfen. Das ist für mich, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber Rapid ist mein Verein und ich bin schon seit längerem da, von dem her erfüllt es mich mit Stolz, dass ich die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen darf. Es ist wirklich was Besonderes für mich. Natürlich weiß man lieber, dass die Kapitäne, die vor mir sind, fit sind. Und ja, ist leider im Fußball so. Deswegen versuche ich so gut wie möglich, mich auch in diese Rolle einzubringen, der Mannschaft mehr helfe, auch mehr als mir rauskomme. Und ja, bin stolz drüber und ja, hoffentlich bin ich es bald nimmer, wenn die ganzen Verletzten zurück sind, aber ich mache es gern. Ist klar. Kommen wir zum Spiel morgen. Ried, ein Gegner, wie wir gehört haben, aus der zweiten Liga, der bislang in Wien, wenn es gegen uns gegangen ist, nicht viel zu gewinnen hatte. Im Gegenzug aber wir im Cup gegen Ried noch nichts gewonnen haben. Das sind Zahlenspielereien. Wie schätzt du generell die Chancen ein und auf was wird es darauf ankommen, dass wir den Aufstieg ins Semifinale schaffen? Es ist ein Heimspiel für uns. Es gibt nur eine Partie im Cup. Da heißt es einfach 100% geben. Wir sind Favorit daheim, das wissen wir alle. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Wir dürfen keine 5% weniger geben als in den letzten Partien, sonst wird es auch gegen Ried nicht reichen. Aber ich glaube, das weiß jeder von uns. Wir wissen, wie geil es letztes Jahr war im Cup-Finale und da wollen wir einfach wieder hin. Von dem her, glaube ich, ist jeder top motiviert, dass wir vor allem zu Hause Ried einfach hinten einschnüren, ihnen gar keine Chance zu geben, dass überhaupt nur ihr Spiel machen können, sondern wir müssen einfach auf uns schauen, unser Spiel durchziehen und das Spiel gewinnen, weil wir wollen ins Cup-Finale, das ist
ein großes Ziel für uns, auch eben Titel zu gewinnen. Und ich glaube, da ist die Chance im Moment am größten. Und deswegen muss sich da jeder bewusst sein, dass das ein ganz, ganz wichtiges Spiel morgen ist. Letzte Frage von mir. Mit dem Philipp Rosenig kommt morgen ein langjähriger Mitspieler von dir retour, droht von ihm besondere Gefahr, beziehungsweise ist vielleicht der Vorteil gerade für euch Defensivspieler, weil ihr ihn ganz genau kennt? Ja, sicher kenne ich ihn. Ich habe am Sonntag, Samstag nach dem Match, war sogar in Wien, habe ihn getroffen und ja, eben gesagt, wenn er deppert ist, schneide ich ihn zusammen. Ja, ich glaube, das war es ja schon, dass er da brav sein muss. Nein, Spaß beiseite. Er ist gefährlich, ich kenne ihn schon lange. Er ist im 16er, ist er brandgefährlich. Ist ein wuchtiger Spieler, aber wir werden uns darauf einstellen. Und ja, wir werden ihn da hoffentlich gut bändigen. Alles klar, also man hört schon, du gehst mit ehemaligen Mitspielern genauso um wie mit allen anderen. Okay, letzter Hinweis von mir noch, unter Anführungszeichen organisatorisch, aber wir freuen uns sehr, morgen feiert ein langjähriger ehemaliger Rapid-Spieler seinen 80. Geburtstag, Branko Milanovic, der erste Legionär, der bei Rapid gespielt hat, mit Rapid auch in den 60ern Meister und Cupsieger geworden. Er hat sein Kommen angekündigt, er ist eigentlich bei jedem Spiel da und freuen wir uns, dass wir ihn dann vor dem Spiel auch zu diesem runden Geburtstag, den man ihm überhaupt nicht ansieht, auch gratulieren dürfen. Ja, dann darf ich bitten um eure Fragen an die drei Herren und Mikrofon wird von der Jenny sehr gerne gebracht. Bitte, Herr Lang. War das schon eine Frage? Oder? Aber das Mikrofon ist schon da. Bitte, Martin. Sonst ist eh fast alles gesagt. Eine Frage an den Trainer. Die von der Kronenzeitung vom Kollegen Bortenschlager heute veröffentlichte Tatsache, dass eure Sitze geheizt sind. Muss man das regulieren? Kann das zu warm werden oder muss man zu heiß werden, sozusagen? Oder muss man das so stark auftragen morgen bei Minusgraden? Also ich werde mir das jetzt anschauen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, jetzt, ob man das regulieren kann. Keine Ahnung. Ich hoffe, man kann es regulieren, weil zu heiß soll es auch nicht werden am Hintern. Aber ich stehe eh meistens, weil die Anspannung sehr hoch ist immer im Spiel. Und wenn man sehr fokussiert ist, also da geht es eher um die anderen Betreuer, die sich darum kümmern müssen. Also Fredi, für dich angenehm, wenn es schön wohlig warm ist, dann zumindest für dich. Und ich habe mir gleich überlegt, ich bin glaube der Einzige, der es weiß. Maxi sitzt kaum einmal drauf. Trainer steht auch immer. Aber ich kann dich beruhigen, zu heiß wird es nie. Weil das Problem ist, wenn du vor dem Spiel oder nach der Pause drauf sitzt, dann braucht es mal zuerst 20, 25 Minuten, bis sich es wieder erwärmt. Und für die letzten 10 Minuten bräuchtest du sie kaum, aber es ist trotzdem angenehm. Alles klar, haben wir das Thema der beheizten Bänke auch erledigt. Und danke, danke. Rainer, du hast quasi die erste Frage aufgelegt gehabt, jetzt hast du eigene. Max, wir diskutieren natürlich viel über die Temperatur. Ist es für euch Spieler noch irgendwo ein Unterschied, ob es jetzt minus 10 Grad hat oder minus 3 Grad hat? Ich spiele lieber, wenn es wärmer ist. Aber es war jetzt am Wochenende schon ja, grenzwertig. Ich meine, wenn man aufgewärmt ist, dann merkt man es nicht so. Am schlimmsten ist, wenn es aus der Halbzeit wieder rauskommt, wenn es drin schön warm ist, dann ist schon ziemlich ungut. Also ich weiß nicht, bei minus 10, glaube ich, habe ich noch nie gespielt. Oder wenn, dann in einem Vorbereitungsspiel, wo ich dick einpackt war. Aber ja, angenehm ist auf keinen Fall, aber es ist für beide Mannschaften dasselbe. Von dem her ist es kein Unterschied, ob es jetzt minus 3 oder minus 10. Ja, wir müssen das Spiel trotzdem spielen und trotzdem Gas geben. Von dem her ist es egal, ob es minus 3 oder minus 10 kalt ist und so. Es gab letztes Jahr auch so eine brisante Partie gegen nur einen Erstligisten, die dann sehr, 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 sehr knapp war. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Wo seht ihr euch jetzt? Weil es war auch der Trainer dann emotional nach dem Sieg oder auch erleichtert. Wir Medien sprechen von einer Ergebniskrise oder Krise in den ersten drei Runden. Und da gibt es immer so die Gefahr, dass man nach so einer Partie dann vielleicht wieder ein bisschen die Spannung verliert und dann irgendwas quasi zufrieden ist. Wie kann man garantieren innerhalb der Mannschaft, dass das nicht passiert, dass Marie doch hundertprozentig ernst nimmt? Es ist ein anderer Bewerb, von dem her, wie ich es vorher gesagt habe, das Ziel von uns muss sein, ins Cup-Finale zu kommen. Es war überragend letztes Jahr und da waren, glaube ich, fast alle Spieler auch dabei. Und ich glaube, denen geht es genauso wie mir, dass da wieder hinwollen. Ich war letztes Jahr leider verletzt, von dem her mag ich umso mehr auch im Cup-Finale endlich spielen. Und von dem her brenne ich auf die Partie und freue mich drauf. Und
Bin mir sicher, dass der Kassspieler wirklich jetzt vielleicht zurückschalten, nur weil es jetzt am Wochenende gut funktioniert hat, sondern wir müssen einfach an das anschließen, was wir jetzt gezeigt haben. Und nicht nur vom Fußballerischen, sondern von der Einstellung, vom Kämpferischen, wie es jetzt am Wochenende war, müssen wir vor allem anschließen. Das wird auch morgen wichtig sein, und wenn das jeder zeigt und das jeder genauso vorlebt wie am Wochenende, dann glaube ich, dass wir die Partie auf jeden Fall gewinnen werden. Gogo, jetzt denkst du an Umstellungen aufgrund der Belastung, der Kälte, oder hat das jetzt einmal so funktioniert, dass du sagst, mit der Mannschaft gehe ich jetzt so weiter? Natürlich muss man das auch noch einmal genau im Detail besprechen heute im Staff. Schauen wir mal im Training, wer fühlt sich wohl, wer fühlt sich spritzig, wer ist gut drauf. Wird es auch sicher die ein oder andere Einzelgespräche geben. Und ja, bei 3 Spielen in 8 oder 9 Tagen ist natürlich immer wichtig, auch zu rotieren. Und wie gesagt, das werden wir uns noch einmal heute noch einmal genau anschauen. Danke, Borte. Ich darf vielleicht noch einmal den Fredi auch eine Frage stellen. Cup, Pokal, wie auch immer man den Bewerb nennt. In Österreich gab es oft den Vorwurf früher, dass das die Bundesliga-Clubs ein bisschen oder viele Bundesliga-Clubs den nicht ernst genug nehmen. Was kannst du für Rapid sagen? Wie hoch ist der Stellenwert dieses Bewerbes bei uns im Verein, aber auch für dich persönlich? Ja, es war etwas überraschend für mich, als ich hierher gekommen bin und so viel über den Göpp erzählt habe, weil in der Schweiz hat er auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Egal, wer im Finale jeweils steht oder wo er ist, die Spiele sind immer lange auch im Voraus schon ausverkauft. Man hat mich dann hier aufgeklärt, dass es hier nicht ganz die gleiche Tradition hat wie vielleicht in anderen Ländern. Aber ich denke, ich kann nur die Worte von Maxi wieder auch nehmen. Du spürst schon innerhalb der Mannschaft, vielleicht auch vom letzten Jahr her, dass sie das sehr genossen haben, dass für sie das sehr, sehr wichtig ist, wie für uns natürlich auch, dass sie sich freuen und viel vorgenommen haben für den Göpp auch in dieser Saison. Ich denke, es kam nicht vom Staff oder von uns, wie die Ziele ausschauen sollten in dieser Saison. Es waren auch die Spieler, die klar gesagt haben, sie wollen wieder dorthin, sie wollen das wieder erleben. Und darum denke ich, das hat sich irgendwo auch übertragen auf uns alle, dass vielleicht bei uns der Stellenwert jetzt schon ein wenig gestiegen ist oder vielleicht sogar ein wenig höher steht als bei anderen Vereinen. Ich spüre schon, dass man ja, hungrig ist, wieder zum Finale fahren zu können. Dankeschön. Bitte, Rainer. Jetzt muss ich nochmal nachhaken, Max. Der Trainer hat öfter darüber gesprochen und du siehst halt jetzt da. Wie hast du diese ersten 3 Partien im Frühjahr gesehen und war das dann so eine andere Reaktion als gegen einen LASK oder war das dem geschuldet, dass ihr gegen einen LASK euch leichter getan habt zu spielen, weil der LASK selber was für Spiel getan hat? Oder war das wirklich eine andere Einstellung? Und wenn ja, warum erst jetzt? Ich glaube jetzt nicht, dass es eine andere Einstellung war. Ja, natürlich merkt man es, wenn man nach 3 Partien, es geht bei Rapid eben schneller, wenn es dann, wenn die Ergebnisse stimmen, dass es brenzlig wird und dass dann, ja, vielleicht dann mehr als Feuer da war, aber das glaube ich, dass in der anderen Partie nicht wirklich gefehlt hat. Es hat das nötige Glück auch gefehlt, das wissen wir. Wenn man in der Südstadt 2 Minuten, bevor wir das Tor kriegen, das Tor machen, gewinnen wir 2-1 und wir werden wahrscheinlich nicht so attackiert, wie es jetzt der Fall war. Aber so ist es im Fußball. Zum Glück haben wir es jetzt, die Ergebniskrise, so wie es jeder sagt, beenden können. Aber ich sage, von der Einstellung her, glaube ich, ist vollkommen intakt die Mannschaft und weiß jeder, worum es geht. Und von dem her glaube ich nicht, dass es jetzt an dem gelegen ist. Danke sehr. 2 weitere Fragen an die 3 Herren. Wenn es keine weiteren gibt, dann vielen Dank fürs Interesse. Wie gesagt, morgen 19 Uhr Stadionöffnung und bis dahin schöne Zeit.